na, um Gottes Willen. Das ist lebensmittelecht und alles absolut. Ja, was jetzt mal nicht rum, farblich zum Kleid passend. Ja. Hm? Schon. Das ist immerhin ein Versuch. So, Frau Dorn, sind Sie digital-affin? Nein. Nee? Das Nein. heißt Schreibmaschine? Nein, ich schreibe schon auf dem Laptop. Ja. Also ich bin ja wahrscheinlich so diese Umbruchgeneration. Also ich habe so mit 18 das erste Mal an einem Computer gesessen. Aha. Und habe aber schon auch im Studium Hausarbeiten mit der Schreibmaschine geschrieben. Wirklich? Wo man dann so kleben musste und wenn man dann umbauen. Das wie war hieß so sie? Die Hausarbeit oder nee, die Schreibmaschine? Die Schreibmaschine. Oh, keine Meine Ahnung. Hieß Gabriele. Ein so intimes Verhältnis. Von Triumph. So ja. ein intimes Verhältnis ja. hatte ich nicht so. Wie sehen Sie die digitale Welt? Es wird ja immer viel gemault. Der Einzelne hätte in unserer Demokratie überhaupt keinen Einfluss. Andererseits kann man sagen, stell irgendeinen Schwachsinn ins Internet und schon löst einen Weltkrieg aus. Das hätten Gabriele und ich nicht geschafft auf dem Postweg. Ne? Also, es ist doch schon verrückt, ne? Das Digital. Naja, das ist, wie es ist. Was soll man sagen? Ich bin eher eine altmodische Seele. Och. Nutze das Internet ja. zum Beispiel. Also ich habe auf meinem iPhone ganz furchtbar viel Bach drauf oder Richard Wagner Opern oder Beethoven. Möchten Sie Wagner? Was heißt mögen? Das ist eine Untertreibung. Wirklich? Sie lieben Wagner? Naja, das ist eine große Hassliebe, anders geht das ja, ja. nicht. Also der Woody Allen hat mal gesagt, immer wenn er Wagner Musik hört, hat er Lust in Polen einzumarschieren. Das stimmt nicht ganz. Ich ja. glaube, er kam aus einer Beethoven-Sinfonie. Genau ja. genommen aus der 9. Sinfonie kam er und stellte die Frage, warum es immer klingt, als ob die Deutschen in Polen einmarschieren würden, wenn sie sich freuen. Ach so. Aber da müssen wir, das können wir nachher googeln, die Filmstelle. Aber das könnte man googeln. Ich habe mir sogar extra ein iPhone besorgt gehabt, ja, weil ich mit dem Herrn Riederle wollte ich noch ein paar blöde Apps testen lassen. Ich habe zum Beispiel eine App, die misst, wie hässlich ein Mensch ist. Ja, mhm. ja. ja. gibt's. Wollen wir es mal ausprobieren bei Ihnen? Da müssen Sie ja nichts befürchten. Ja. Müssen wir ja nichts befürchten. Passen Sie auf, diese App. Jetzt halte ich Ihnen das da hin. Ja. Komm mal näher, komm mal näher. So. Jetzt muss ich das hier auch in Synchron. Und jetzt machen wir es so, jetzt drücke ich da drauf. So. Und jetzt Use. Und jetzt passen Sie auf. Jetzt wird es gemessen. Es gibt 0 bis 10 Punkte. Ja. Es wirkt sehr unentschieden. So, und jetzt kommt. Ja, das sage ich jetzt nicht. Nein, das ist auch, ich lese es ja Schwindel. Nein, Frau Dorn, ich habe Sie eingeladen. Nein, das ist auch bestimmt Fake. Das war, ich sage, es war 3,8, aber wenn ich es wiederhole, kommen Sie auf ein besseres Ergebnis. Nein, vielleicht ist es auch umgekehrt, dass 0 ist, glaube ich, das Beste und 10 ist das Schlechteste. So, so war es. Ja. So. Frau Dorn. Sie sind ja eine Frau fürs Grundsätzliche. Ja, deswegen habe ich gedacht, auch dieses Thema Bettina Wulff und so, habe ich kein Bedürfnis, darüber zu sprechen. Sie auch nicht, oder? Ich finde, unser einer sollte nicht bei jedem Rattenrennen den Schiedsrichter spielen. Etwas Grundsätzliches. Ich habe mir ganz viel angeschaut im Fernsehen und mich war fasziniert von Ihnen, von diesem, also weil Sie ja auch Intellektuelle sind und das bin ich ja also 10-mal nett und dann ist das für mich eine großartige Welt. Und da habe ich gedacht, das ist großartig, dass Sie immer so antworten. Gibt es auch Themen, wo Sie vielleicht manchmal keine Meinung haben oder denken, jetzt könnte man glatt mal nachdenken? Wenn ich mir diese Bohle angucke, könnte man ins Nachdenken kommen, was das für Menschen sind, ja. die Gästen solche Getränke anbieten. Ja, hören Sie mal, wenn man Ihren ersten Roman zum Beispiel liest, ja, ja. das habe ich, da geht es sehr blutig zu, Abgründe, das traut bei Ihnen jetzt auch nicht zu. Ich meine, Sie haben auch einen Schlag irgendwie, ne? Also, nein, darf ich sagen, oder? Gegen darf Schlag habe ich ja nichts, aber nee. Diese Bohle hat noch nicht mal einen Schlag. Ja, aber jetzt wollen Sie wirklich jetzt, wir haben noch 9,5 Minuten nur über die Bohle reden? Mhm. Ich habe jetzt irgendwie gedacht, auf das, ich habe Philosophie studiert, da ja. lernt man sowas. Da ja. kann man 60 Minuten über sowas reden, aha. ob diese Bohle an sich nur schrecklich ist oder an und für sich schrecklich. Oder. Aber okay, wir lassen die Bohle in Ruhe, sie trinken sie weiter. Gar nicht so schlimm. Finden Sie sie so schlimm? Ja. Ja? Wieso, sind Sie Vegetarierin oder was? Sie haben eine wichtige These von Ihnen, Sie wünschen sich mehr Streitkultur in Deutschland. Weniger Harmoniesucht und mehr Streit. Ja? Jetzt fangen Sie wieder mit der Pole an. Sie stehen schon mit dem Blick. Andererseits streiten wir uns doch, woher, oder wenn wir sagen, es ist alles so harmoniesüchtig, woher kommt es, dass wir uns nicht so richtig streiten können?
Sie haben doch selber es in der Sendung heute versucht. Wir hatten doch die ersten 20 Minuten ein Beispiel dafür, wie schwierig es zum Beispiel ist, mit Politikern über eine politische Frage ernsthaft zu streiten und nicht einfach nur parteipolitisches Geplänkel. Fanden Sie es parteipolitisches Geplänkel? Na, was soll denn der arme Kurt Beck sagen? Ja. Also ich meine, der muss natürlich sagen, was er sagen kann. Sonst kann er seinen Hut, den er nicht aufhatte, nehmen und gehen. Ja. Und das macht es natürlich so schwierig, zu sagen, dass man in dem Bereich eine ernsthafte Auseinandersetzung, also man weiß doch eigentlich vorher schon, was ein Politiker sagen muss, wenn man ihm eine Frage stellt. Ja. Und das macht es natürlich etwas mühsam. Was hätten Sie gefragt? Sie hätten anders gefragt, ich habe schlecht gefragt. Nein. Nee, nee, sagen Sie es ruhig. Nein, das sind Drehbücher, die sind vorher schon geschrieben, aus dem kommt also man nicht raus. Ihnen, das ist ja sollte das ich Ihnen am besten Drama. Gar nicht einladen. Was haben Sie jetzt gesagt? Oh. Herr Beck, haben Sie das gehört? Na, ich fand's schon nett. Ne? Und ich wollte wirklich mal wissen, wie das ist, wenn man sich auf Fachleute verlässt und dann hinterher halt hat es nicht geklappt und so weiter. Und ich fand, er hat sogar doch recht viel gesagt. Nee, nicht? Was hätten Sie ihn gefragt? Nein, ich versuche Ihnen ja gerade klarzumachen, das Problem ist nicht, was Sie gefragt haben. Das Problem sind die Spielregeln, die natürlich in diesem Betrieb herrschen, aus denen keiner rauskommen kann. Also ich habe öfter von Politikern, ohne natürlich Namen nennen zu wollen, gehört, wenn man mit denen dann mal irgendwo in der Kneipe hockt, dann reden die vollkommen klar über ESM und alle endlich. Und wenn die sagen dann aber, naja, sobald ich das einmal öffentlich sage, kann ich morgen zurücktreten. Stimmt. Und von der Seite her führt man doch ständig diese Art von Scheindiskursen, die diesen Regeln gehorchen müssen. Und ich finde das etwas mühsam, zumal wenn man den berechtigten Eindruck haben kann, dass es 2, 3 Probleme auf der Welt gibt, über die man ernsthaft sich auseinandersetzen muss. Heißt aber, dass man sich den ganzen Fernsehtalk schenken könnte? Im Grunde, ja. Ja. Das wird dem Herrn Riederle wieder gefallen. Ne? Und die Sendung dann auch praktisch, ne? Ja, wir sollen doch die Leute, das ist eine noble Pflicht, die Leute zu unterhalten, oder? Ja, ja, dass man trotzdem mal ein wenig redet, ne? Dass man redet mit den Leuten. Ja. Na, reden ist doch was Wunderbares. Ja, ja, das stimmt übrigens, ich hatte auch schon politische Gäste, die hinterher ganz anderes Zeug erzählt haben. Ja, unter 3 heißt es dann, ja, Verschwiegenheit, sag's nicht. Ja, war dann schade. Ja, andererseits sagen Sie, wir haben keine richtige Meinungsvielfalt, das ist alles so irgendwie so das Gleiche. Andererseits, wenn man ins Internet schaut, es ist also, sagen wir mal, vielleicht nicht Meinungsvielfalt, aber Meinungsmenge ist doch vorhanden, ja. Ja, also es wird ja gestritten. Was sagen Sie eigentlich jetzt so mit diesem islamfeindlichen Film? Jetzt, muss man das jetzt verbieten oder wie? Ja, wie soll man, also erstens mal wird man den gar nicht verbieten können und außerdem, warum soll man den verbieten? Ja. Also ich meine, über die katholische Kirche oder alle möglichen anderen Religionsgemeinschaften wird ständig alles mögliche Zeug verbreitet und ich sehe nicht ein, warum der Islam diese Sonderstellung genießen soll. Das gehört zu den Errungenschaften der Aufklärung, dass man Religion karikieren darf und das gilt für den Islam genauso wie für die anderen Religionen. Das Recht auf Beleidigung, ne? Ja. Wissen Sie, dass keiner mehr Klartext spricht, hat es vielleicht auch mit dem Internet zu tun, weil die Demenz bei den Menschen nimmt zu, aber das Internet vergisst nichts. Und es wird einem ja alles noch in 20 Jahren vorgehalten. Und deswegen alles so, denke ich manchmal, traut sich keiner mehr. Hat es damit zu tun? Na, ich glaube, es hat damit zu tun, dass uns natürlich, Sie haben es ja vorhin den Kalten Krieg erwähnt, das klare Weltbild, die klaren Konfrontationen sind uns abhanden gekommen. Das ist natürlich alles viel unübersichtlicher heute. Keine klaren Konfrontationen mehr. Nein, oder ich weiß noch, wenn ich früher noch in den guten alten 80ern, da war das doch ganz klar, also die in der Schule, die bei der Jungen Union waren, das waren irgendwie die, mit denen man nicht so gerne auf dem Pausenhof gespielt hat. Ja. Und die anderen fühlten sich, egal ob das sinnvoll war oder nicht, aber irgendwie fühlten die sich so links. Und das war sozusagen ein klarer Block. Heute ist es doch wirklich ganz schwer, wenn man einfach nur Sätze von Politikern hört, da noch eine Parteizugehörigkeit zuzuschreiben, kann man doch eigentlich nicht Haben mehr. Sie die Pressekonferenz, die Bundespressekonferenz mit der Kanzlerin gesehen? Haben Sie es angeschaut? Haben nichts versäumt. Ja. Jetzt habe ich mir getraut. Aber Sie waren ja mal Merkel-Fan. Ne? Ich fand das am Anfang ein interessantes Phänomen. Ja? Einfach aus feministischer Sicht, weil es eine Frau ist? Oder was haben Sie sich versprochen? Ja, ich fand die interessant zu beobachten, wie eine, die so radikal unterschätzt wird, genau das nutzt, um ihren Weg zu machen. Sie ist unglaublich intelligent, daran gibt es, glaube ich, keinerlei Zweifel. Ja, ja. Ich fand die ein interessantes Phänomen. Intelligent schon, aber man fragt sich oft, wozu. Ne? Ja. Ja, bei dem, was jetzt läuft. Sie ecken auch gern an, Sie provozieren. Sie haben damals Sarrazin verteidigt, weniger für das, was er gesagt hat, sondern dass er überhaupt eine Position vertritt, die mal nicht so mehrheitlich angenommen ist. Sie haben gesagt, Doping, warum nicht, sollen wir zulassen, sind halt alle gedopt. Also Sie ecken gern an, Sie haben Lust an der Provokation auch. Nee,
Nee? Ich sag, also ich versuche, mich nicht zu verstellen. Ich meine, ich habe kein politisches Amt zu verteidigen. Ja. Ich bin eine Freiberuflerin. Ich versuche, das zu sagen, was ich auch am Kneipentisch sagen würde und eben nicht das zu sagen, jetzt lege ich den Schalter um und nur weil eine Kamera angeht oder irgendeiner ein Mikro hinfällt. Werden Sie viel angegriffen dafür? Also, haben Sie eine Website? Ich habe gar nicht drauf geschaut. Ich hatte mal eine, aber die habe ich, glaube ich, stillgelegt. Das war mir zu mühsam. Werden Sie viel angeschossen? Kritisiert? Ja, wahrscheinlich schon, aber... Das wissen Sie gar nicht. Ich lege mir da ein relativ dickes Fell zu, weil... Also wenn man ständig nur den ganzen Tag damit beschäftigt ist, zu gucken, ob irgendwer irgendwelchen Unsinn über einen geschrieben oder gesagt hat, das verdirbt einem doch auch die Laune, oder? Sie haben großes Selbstbewusstsein, gell? Schon, oder? Das weiß ich nicht. Doch. Doch. Ich glaube, Ihnen ist irgendwie alles wurscht. Ne? Ich habe das auch so angeschaut, dann hocken Sie da immer so und dann grinsen Sie so leicht und sagen dann irgendwelchen Leuten Zeug und dann sagen Sie, und dann sagen Sie, ja, aber, und dann, so ist das. Ne? Bin wurscht. Was haben Sie denn eigentlich erwartet hier? Warum glauben Sie, dass ich Sie eingeladen habe? Ich dachte, Sie wollten hier mal eine Frau mit einem Kaktuskleid. Sie meinten irgendwie, dass ich, weil ich gesagt, brauchen wir noch eine Frau, nehmen wir die? Nee, nee. Das ist mir sowas von wurscht. Weil entweder es interessiert mich jemand und wenn mich dann gerade mal keine Frau interessiert, hole ich halt drei Männer. Ja. Das aber ist dieses, eine gute Lebenshaltung, da dieses, kommt man sehr weit dieses im Leben. Quot, für die Sendung, meinte ich. Ja, nee, ich... Ich denke, es gibt auch in der Redaktion auch Diskussionen, jetzt brauchen wir wieder mal eine Frau. Und sag ich, es mir doch wurscht, wenn die nicht wollen oder keine da ist, dann lassen wir es halt. Das ist doch ein Schmarrn, oder? Wenn man so Quotenfrauen... Nee, das ist schrecklich, ja. Haben Sie die letzte Sendung gesehen? Fanden Sie auch, dass ich die Frau Rothe und die Frau Ludowig so sehr zugequackst habe? Ich muss gestehen, dass ich nur den letzten Teil der Sendung gesehen habe. Mit dem Professor Lesch. Mhm. Das war gut, gell? Ja. 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 Ja, jetzt wird es wieder die Frau schreiben, das ist chauvinistisch, ne? War das? Ja. Ja, Frau Dorn. Aber es soll ja auch chauvinistische Frauen geben. Ja. Sie sind sonst lebhafter, habe ich festgestellt, ne, in den Sendungen. Also ist jetzt zu wenig Provokation, oder? Wir können ja einmal um den Tisch tanzen, oder? Ich weiß auch nicht, was... Die falsche Mischung, das Doping stimmt nicht. Sie trinken, es ist nicht alkoholisch, das stimmt. Ne? Kein Alkohol, Sie trinken gern mal einen? Ja, durchaus. Ja. Aber... Sie sind so gelassen, Sie haben auch gesagt, die Deutschen neigen immer zur Hysterie, auch jetzt in der Krise. Finden Sie uns auch hysterisch in dieser Finanzkrise und in diesem großen Umverteilungskampf? Nee, ich bin angenehm überrascht. Ja. Also es gab mal so eine Zeit, wo ich irgendwie mitbekam, dass in den Zügen oder in der U-Bahn nur noch diskutiert wurde, wer jetzt alles irgendwie sein Geld vom Konto abhebt und überlegt, ob er es in die Matratze einnäht oder irgendwie sich Goldbarren kauft und die, keine Ahnung, wo unter der Diele versteckt. Das fand ich dann ein bisschen hysterisch. Aber inzwischen würde ich sagen... Sind wir gelassen? Finden Sie das angemessen? Gelassenheit, ja. Ja. Ja, weil, wie gesagt, durchdrehen bringt ja wirklich nichts. Ja. Sie haben auch gesagt, das mit der Armut wird übertrieben in Deutschland. Es gibt keine Armut. Ja, das kommt immer darauf an, was man unter Armut versteht. Ja. Also wenn man einen Armutsbegriff anlegt, wie meinetwegen von der Armut vor 200 Jahren in dem Land, 100 Jahren geherrscht hat oder 200 oder noch länger, dann gibt es heute keine Armut. Wenn man natürlich das Durchschnittseinkommen als Maßstab nimmt, dann gibt es natürlich sehr, sehr viele Menschen, die da drunter liegen. Und wenn man die dann arm nennt, dann haben wir natürlich eine große Armut. Ja, wenn man den Armutsbericht heute gelesen hat, ne, diese Umverteilung, ja, reicht jetzt nicht mehr die Zeit. Frau Dorn, schön, ich mag immer Gäste, die kommen, wenn sie auch nichts verkaufen wollen. Ne? Also nicht ein Buch geschrieben haben, ihr Buch ist ja schon ein Jahr alt, die deutsche Seele. Riesenerfolg. So ein Erfolg wie dieses Buch, die deutsche Seele, wo sie sich Gedanken machen über die Deutschen, hat sie auch überrascht, gell? Dass es so erfolgreich wird, ja. Spricht das jetzt der Erfolg für oder gegen die Deutschen? Das spricht für das Buch. Für das Buch, ja. Frau Dorn, schön, dass Sie da waren, wir sind am Ende. Wollen Sie noch was sagen? Sie hocken da so beleidigt. Ist das jetzt wirklich nur wegen der Bohle oder was? Ich hocke doch hier nicht. Die haben mich noch nicht beleidigt sitzen sehen. Nee, aber das möchte ich mal erleben. Ja. Vielleicht beim nächsten Mal. Ja, trinken Sie aus und gehen Sie. Schön, dass Sie da waren, Frau Dorn. Danke, dass Sie da waren, Frau Dorn. Dankeschön. Und das war's. Das war Basic Helsing mit meinen Gästen Kurt Beck, Philipp Riederle und Thea Dorn. Die nächste Sendung
am 23. Oktober. Dann habe ich zu Gast den ehemaligen Bundeswirtschaftsminister Michael Kloß-Lanzmann und den Psychiater Manfred Lütz. Bis dahin machen Sie es gut. Gute Nacht.